Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Unholy Kingdom mit Anne. Hallo. Und Max. Hallo. Und Givi. Hi. Für dich brauche ich noch einen guten Namen, so einen. Mein Name ist Jerry. Jerry, ich nenne sie Jerry. Warum ist dein Schild an meinem Haus? Jerry! Oh, Jerry. Oh, Jerry, mein Jerry. Dieser Traum gegangen. Tschüss. Jerry hatte schon immer ein Problem mit Namen. Ich höre da einfach nur nicht drauf. Ganz einfach. Bei Fuß, Jerry. Haben wir auch noch eine kleine Sitzecke zum Formular ausfüllen? Ihr wisst, das ist wichtig bei Ämtern. Ja. Hier, nehmen Sie sich bitte dieses Formular 747b mit dem Anhang 48a und füllen Sie beide Blätter beidseitig aus. Passierschein A38. Da drüben können Sie Platz nehmen, da sind noch Kugelschreiber. Ja, die Kugelschreiber gehen aber nicht. Oh, dann kann ich auch nichts machen, dann muss ich kurz auf den Kollegen warten. Gestern ging mir noch. Weißt du, dann sind da die Typen, die diesen Kugelschreiber anlecken, weil sie meinen, dass es dann besser funktioniert. Oh mein Gott, ich finde das wie das klappt Leute nicht. Finger anlegen. Wie das klappt nicht. Ey, ganz ehrlich, wer hat das nicht schon mal ausprobiert? Also ich hab das nicht gemacht. Ich hab's auch ausprobiert. Ja, den Kugelschreiber nicht anlecken, aber also, ne, so Fingerspitze anfeuchten und dann den Popo stecken, glaub auch nicht. Ich weiß nicht, was du schon als in den Popo gesteckt hast, Anna, aber sowas tue ich nicht. Niveau, wo die Niveau war. Ich brauche noch einen Stuhl. Und mit Stuhl meine ich den zum Draufsitzen. Ah! Drei Zombies wollen sich anmelden bei der Anmeldung. Guck doch sie das mal an, ey. Hallo, Sie, lautes Musik hören ist hier verboten. Und auch Sie. Weißt du, der eine kommt wenigstens im Anzug, ne? Der eine Zombie, der Zombie-Cyborg, der kommt wenigstens im Anzug, ne? Kann man ja nicht sagen. Ich lasse ihn einfach mal hier, der wartet freundlich und höflich, aber die Disco-Zombies, die haben es einfach übertrieben mit ihrer lauten Mucke. Kein Respekt, die Jugend. Hallo, auf den Tresen können sie ja auch nicht gehen, das geht so nicht. Treten Sie bitte zurück, da, ja, so ist gut. Wenn man schon keinen zum Reden hat, redet man wenigstens mit NPCs, ne? Ämter-Zombie. Ja, gut. Ja, er sagte NPCs, aber es passt auch mit Ämter-Zombies. Das hat hier auch ganz so. Ist schon vollkommen verschreckt, treten Sie bitte zurück. Danke. Ja, die hässliche Frau vom Empfang. Wieso, willst du auch was davon? Ja, sehr gerne. Könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ich bin ja nicht erkältet. Warte mal. Kennt ihr das, wenn es gefühlt nur das eine Nase noch ist, was erkältet ist? Yeah. Ja, das geht ja nicht. Das eine ist komplett frei und ohne irgendwas für ein Problem. Das andere ist nur im Laufen. Ja. Die eine Nase ist meistens immer zu wie Beton und die andere ist offen, oder? Ja, oder sowas, ja. Oh, nervig. Ich bin alles bestimmt erkältet, nachdem ich mit meinem Praktikum fertig bin. Sind da alles lebende Petrischalen, die Kinder? Das sind alles die kleine Petrischalen. Ja, das stimmt wohl. Die niesen sie in die Hand und gleich danach umarmen sie dich oder so. Das ist wahre Liebe. Und Goroba jedes Mal so, ich hab dich auch nicht. Und er lehnt so. Nee, hä, wieso finde ich jetzt den Chair nicht? Du hast gesagt, ich muss Chair suchen, oder? Gibt es nicht so einen Buchstand? C-H-A-Stände? Ja. I. Band? Okay. Ich hatte den aber gefunden. Doch, hier. Heißt Seed. Seed heißt er, sorry. Okay. Seed. Bleibt mal ein bisschen anders, ne? Ohne C. Oak Seed. Also mit Wolle. Passion das Seed. Oak Slabs und Sticks. Archimedes Chips? Okay. Was? Archimedes Chips? Machen wir eigentlich danach noch eine Folge? Ja. Schaffen wir doch, oder? Müssen wir eigentlich in der nächsten Folge nochmal opfern oder haben wir letzte Session geopfert? Ich weiß nicht, ob ich sie. Wir müssen opfern dieses Mal. Wir können aber auch in der nächsten Folge opfern. Darf ich in der Renaissance einen Heißluftballon bauen? Ja. Oh.
Perfekt. Okay, Max ist schon mal beschäftigt. Wir haben genug Gebäude, die wir bauen können. Ja. Wir müssen auch eine Schneiderei dann noch bauen. Fancy Klamotten uns schneidern. Oh, da brauchst du gar nicht. Dass wir die Regeln in der Renaissance einmal ändern müssen, hatte ich dir aber erzählt, ne? Nee. Wegen was? Was stand da drin nochmal? Das ist. Es ist ein Ziel optional. Ich glaube, das ist sogar die Schneiderei oder so. Die ist optional. Aber was wir haben müssen, ist gefärbte Kleidung oder so. Das gibt ja keinen Sinn, wenn die Schneiderei optional ist. Man hätte halt sagen können, wenn ihr sagt, nee, kein Bock, das zu bauen, dass man die halt einfach so irgendwo macht, die Klamotten. Ich wollte gerade sagen, man kann die auch finden, ne? Oder da war was anderes. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Häng mich nicht drauf. Ja, ey, wieso was? Dass ihr mich immer gleich an Pranger stellen müsst. So war es im Mittelalter. Faulen Gemüse ab. Gibt hier doch so einen Buchstand. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Man kann auch Monokel bauen wieder. Yes! Yes. Max Tag ist gerettet. Best musst du mal die Bäume ever. Ein bisschen schröpfen bei GB. Diese Massentierhaltung. Die sind ganz schön wild. Was denn? Linienzucht. Ja? Das ist Linienzucht mit den Tieren. Außerdem sind das nur die Schafe, die Kühe habe ich doch letztens alle geschlachtet. Haben wir eigentlich Federn? Du musst die Hühner erst vermehren. Wir haben zwei Hühner. Da haben wir so keine Federn, oder wie? Glaube ich nicht. Was? Ja, was droppt denn sonst Federn bis auf Hühner? Weiß nicht, Angel Creeper. Oh, Holle. Oh, Holle. Wisst ihr was, mit euch unterhalte ich mich einfach nicht mehr. Ich hatte letztes Mal übrigens ein Gespräch. Jetzt würde mich mal interessieren, nein, nicht um Frau Holle, aber es geht auch um Märchen. Mich würde interessieren, was ist euer der Liebste von allen? Wenn ihr ein Aussehen müsst. Kann das sein, dass Teamspeak gerade geleckt hat oder so? Ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Was ist euer Mulan! Mein liebster Disney-Film. Oh, das ist eigentlich schon ein bisschen schwer. Ja, weil zu viele gute. Weil Schneeflittchen kein Walt Disney-Film ist? Okay, ich glaube, Maxi sagt nichts mehr. Achso, ich dachte, Maxi wird dran jetzt. Maxi, dein Einsatz. Maxi? Was ist da gegangen? Mach jetzt Singleplayer, let's play. Hat uns gemutet. Nee, Max? Zu ernsthaft. Max? Oh Gott. Wir sind alle auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Alle. Oh, ich dachte schon, du wärst weg. Sie hat schon Angst gehabt. Hatte sich schon gefreut. Hat schon angefangen zu lachen. Innerlich. Mhm. So, Max, dein Lieblings-Disney-Film. Jetzt hau raus. Okay, nächster. Aladdin. Aladdin? Aladdin und die Wunderlampe. Warum? Prinz Ali, Alia Bi, Alia Babwa. Wegen Ginny, hallo? Geilster Typ ever. Ah, das hast du wunderbar gesungen. Nein. Das war schon, also ich hätte das nicht mehr im Kopf gehabt, aber. Hast du letztens gesehen, ja? Nein, das ist ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre mir gerne die alten Disney-Lieder auch so an, nebenbei, in der Musik, das Musik oder so. Finde ich super. Ich finde es geil. Wie dich. Geil. Also, mein Lieblingsfilm ist, also Frozen war auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Oh. Ja, das Let ist aber... Let it go! Halt, lass dir gleich dich gehen hier, hey! Okay. Lass mich gleich gehen! Oh. Also der war auf jeden Fall also schon gut, aber es gibt ja etliche Parallelen zu König der Löwen, was ja dann auch... Ist natürlich eine, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich der All-Time-Favorite, kann man sagen, aber so als weiß ich nicht, ich finde jetzt... Aber so ein Disney-Film, wo ich sag, Mensch, da werde ich ganz wuschig, ne, da
Mulan. Ja. Ne? Weil er kann sich halt ziemlich gut reinversetzen in die Rolle einer Frau, die sich gerne als Mann ausgibt. Ja. Hallo, Mulan ist ja wohl der geilste Film ever. Mushu ist ja wohl der geilste Nebencharakter überhaupt. Auch das. Es ist doch nur, weil er von Otto Walkes gesprochen wird. Nee, ach, einfach Gott. Weil Mushu an sich ja schon geil ist. Der Genie ist zwar auch geil, aber Mushu auch. Genie wird im Original ja wenigstens Robin hier, ne, von Rosa, Friede sei mit ihm, ne, gesprochen. Wie heißt sie hier? Robin Williams. Ja. Kapp ja. Und Kappa. Ich oh, liebe Kapp und Kappa. Oh, das war auch ein guter. Beste Freunde, bis der Jäger kommt und da wollen sie sich töten. Hammer. Du hast so eine leicht sadistische Ader, oder? Weißt du, das ist noch richtig deep, was sie da erzählen. So richtig deep Freundschaft. Das ist nicht so... So ja, wie sie dieses Froschkönigin, tralala, bla bla. Froschkönigin. Ja, dieses neue. Ich hab schon wieder vergessen, wie das hieß. Zeug, mit der schwarzen Prinzessin da. Das, die erste schwarze Disney-Prinzessin. So, ja, wie bei Apple jetzt, ne? Wir haben jetzt auch bald schwarze Smileys und gelbe und türkische Kinder. Die haben mal überhaupt so eine Statistik gemacht, und weil viele behaupten ja, dass Disney auch so ein bisschen rassistisch veranlagt ist, ne? Mhm. Und dann haben sie einfach mal gezeigt, nein, das Problem ist die ganzen Märchen, die Disney-Sachen halt verfilmen, die ganzen Storys, die sie verfilmen. Was können die denn dafür, wenn die ganzen Storys im Endeffekt im europäischen Raum stattfinden? Kleine Meerjungfrei, hey, europäisch. Frozen, europäisch. Das findet ja irgendwo in Skandinavien statt, hat man ja so Hashtag Karten mit. Hashtag Meerjungfrei. Meerjungfrei, Mann, ne? Und Blaubarschwule. Ich hab's auch gehört. Lass mich, ich hab den ganzen fucking Tag Dänisch geredet. Und dann komm ich nach Hause und will mit euch Basten hier Deutsch zu reden. Weißt du, wie anstrengend das ist? Überhaupt zu reden mit euch. Zuschauer hört genau hin, was du gerade sagst. Okay. Okay, Spaß beiseite. Max, du weißt doch, dass du die Sprache von Minecraft auch im Menü ändern kannst. Oh, ich danke jedes Mal, dass ich keine Facecam benutze, weil ich heule gerade. Wow. Max, du machst gerade meinen Post. Max, leg das Messer weg. Ist das, ihr habt es gesehen, Leute, der hat gerade meinen Host zerstört. Ja, das ist das letzte, Max. Boah. Das sind ernstzunehmende Probleme, die hier gemeldet werden. Boah. Ich weiß. Mein Dach ist weg. Boah. Und dann ist ein Crotch Creeper in Flames aufgegangen. Ach ja, Leute. Ja. Ja. Aber allgemein hat Disney ja viele gute Filme gemacht, ne? Ja. Viele. Wenn man mal überlegt, auch wie alt zum Beispiel so Filme wie Schneewittchen schon sind, ne? Oder Bambi. Ich wollte sagen, einige Filme sind ja noch vor meiner Zeit, ne? Ja, auf vor jeden unserer Fall. Zeit. Auch König der Löwen kam ja damals Anfang der 90er Jahre raus, glaube ich. Da war ich ja auch noch richtig klein, ja. Eigentlich. Damals durfte ich da noch nicht rein, also. Nee, schon, die Filme waren ja teilweise in FSK 12, ne? Der erste Disney-Film, den ich gesehen hatte, war, glaube ich, Alter, der Prinz von Ägypten. Alter, suchtest du jetzt mein Haus? Prinz von Ägypten war auch nicht schlecht. Das ist aber immer noch kein Disney-Film gewesen. Das ist ja stimmt, das war kein Disney-Film. Das ist von dem der anderen, was es damals gab. Wie hieß es denn das andere? Stimmt. Das war, das war nicht von Pixar, das war wieder von was anderem. Warner Brothers? Nee. Ja, Pixar ist ja Disney, ne? Pixar wurde 2005 von Disney gekauft. Ja, das haben Pixars vergessen. Erster Film, den ich gekannt habe, der erste große Animationsfilm, war Das große Krabbeln. Und das war auch im Kino gesehen. War Das große Krabbeln vor Toy Story? Ja, ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Da fehlt noch ein Tisch jetzt hier, wie geht das? Toy Story ist auf jeden Fall älter. DreamWorks Art Animation, ja? Studios. Okay, also der erste noch. Animationsfilm, den ich im Kino gesehen habe, war halt Das große Krabbeln. König der Löwen. Hab ich Weg mir angesehen. Weg nach Eldorado. Ja, der Weg nach Eldorado, aber das ist ja auch wieder das andere Studio. Ja, das ist ja, wie gesagt, DreamWorks heißt das Studio. Mhm. DreamWorks. Welchen Film ich ja auch ganz cool fand, der aber nicht von Disney war, das war Anastasia.
Den fand ich geil. Der war fesch. Muss ich jetzt leider sagen, sagt mir jetzt so gerade gar nichts. Nee, kenne ich auch nicht. Doch, ich glaube, ich habe den gesehen. Aristocats war auch gut. Aristocats, ja. Anastasia. Doch, also in einem Wagner sagt das Ananas. Das. Ah. 97. 20th Century Fox Studios. Okay. Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige, oder? Nee, das ist nicht von Disney auf jeden Fall, aber da geht es um eine Zarin, die. Also um. Okay, dann ist es der richtige. Ja, eine wahre Geschichte, die verfilmt worden ist. Was heißt verfilmt, die halt so auch Disney-like ja, hier mit Rasputin, mit San Nikolai und Pipapo, was im Endeffekt dazu führte, dass die ganze Zahnfamilie abgeschlachtet worden ist. Aber das ist richtig. Ja, Rasputin. Wir kennen den Rasputin nicht. Ich hatte mal, Rasputin wieder gestorben ist. Erst haben sie ihn vergiftet. Als das Gift eigentlich einsetzen. Ne? Ja, als das Gift nicht einsetzen sollte. Es hat nicht gewirkt, das Gift. Die haben eigentlich gesagt, okay, es müsste durch die Nacht sterben. Hat es nicht gewirkt. Und das war eines der stärksten Gifte, die sie auftreiben könnten. Dann haben sie ihn wohl mit einem Messer zweimal angestochen. Er hat sich aber verteidigt und seine Angreifer wohl auch zurückgeschlagen. Und dann haben sie ihm noch ein paar Kugeln reingejagt. Und im Endeffekt haben sie ihn dann irgendwann ins Eiswasser geschmissen, damit er ertrinkt. Unkaputtbar, ja. Der Mann. Und wodurch er im Endeffekt erstorben ist, ist tatsächlich das Ertrinken. Über so, ja, ne? Schreckliche Sache, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen, schreibt doch mal rein, was euer Lieblings-Disney-Film ist, ne? Oh ja. Das ist immer spannend. Das will ich. Oder generell Animationsfilm. Ich will jetzt nicht hier die DreamWorks-Sachen ne? Ja. Was ist euer Lieblings-Zeichentrickfilm war, genau. Genau, ja. Und dann würde ich sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, ne? Tschüss! Ach, süß sind die kleinen.